Es war das Rennen seines Lebens und eine Siegesfeier, die der 23-jährige Matthias Mayer nie vergessen wird. Der frisch gebackene Olympiasieger ließ sich am Abend seines Triumphs im Austria-Tirolhaus, der von der Alpen-Lifestyle-Metropole Ischgl präsentiert wurde, so richtig feiern. Es ist eine super Stimmung, es freut sich jeder. Ich habe nur positive Reaktionen gekriegt bis jetzt und ja, es ist unglaublich. Im Freudentaumel auch seine Mutter Margret. Es hat schon ganz spannend angefangen. Ich habe die Sitznummer 11 gehabt, also den Eintrittskarten auf Sitznummer 11 und der Matthias die Startnummer 11. Und das war für mich einfach schon so ein starkes Omen, dass ich mir gedacht habe, ja, das halten wir jetzt zumindest einmal durch und wenn er so gute Tage hat, wie er jetzt gehabt hat, dann kann er nicht viel schief gehen. Im Austria-Tirolhaus drängten sich neben zahllosen Medien aus aller Welt viele prominente Gratulanten. Das war wirklich super, dabei zu sein und da freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich auch für den jungen Buben. Er wird erst einmal später registrieren, was er eigentlich gewungen hat, wenn er mal aufgehört hat oder wenn irgendwas ist. Aber das, was es ist jetzt, das glaube ich, das kann ich sogar ein bisschen mehr fühlen als er, weil ich einfach weiß, was los ist und wie es zugeht. Und ich freue mich unglaublich für ihn. Also ich dachte am Anfang eigentlich nicht, dass es reichen wird, weil er im oberen Streckenteil, in dem er im Training so extrem stark gefahren ist, war er eigentlich halt nicht so gut. Und habe ich befürchtet, dass er da eine mögliche Medaille liegen hat lassen. Aber er ist dann im unteren Teil extrem geil. Entschuldige für den Ausdruck, aber war wirklich der Hammer, wie er da gefahren ist. Und dann hat es gereicht, was uns natürlich eh klar wunderbar gefreut hat. Und das, was er gezeigt hat, das war großartig. Classic Austrian Skier, full respect. When we saw the run, we said, that might be the winning run. Olympia-Ikone mit Stock und Zimmermann, die haben mal gesagt, das hat nur der gewinnen können und er hat gewonnen. Und er hat natürlich auch eine vordere Nummer gehabt und hat die Burschen, die dann hinten oben die Medaillen gekauft haben, ganz schön was vorgelegt. Er hat keinen Druck gehabt, ist alles elegant gefahren, nie gepresst. Und wenn man nicht presst, sondern voll durchfährt, Resultat, erster Platz. Das war der perfekteste Auftakt, den wir uns als Österreicher wünschen konnten. Aber auch Russlands Präsident Wladimir Putin ließ sich an diesem Tag einen Besuch im Austria-Tirol-Haus nicht nehmen, begleitet von den Klängen der Zillertaler Sänger. Auf der auf die Ohren und danke für die schönen Grüße. Er kommt gerne nach Österreich, nach Tirol und hat sich sehr gefreut, dass er bei uns da war. Zweifellos waren dieser Besuch und die Goldfeier von Mayer Höhepunkte eines in Summe unvergesslichen Ischgl-Abends in Sochi. Also für mich ist natürlich heute Weihnachten, Ostern und Pfingsten so gleich. Zuerst die Goldmedaille mit Mayer und natürlich jetzt der Putin. Also bessere Promotion kann man sich ja nicht vorstellen. Kurz vor dem spätabendlichen Goldrausch hatte sich auch der Tiroler Biathlet Dominik Landertinger im Austria-Tirolhaus eingefunden. Seine Silberne hatte bereits am ersten Wettbewerbstag die ganze Nation bewegt. Ich bin natürlich überglücklich, dass das hingehauen hat und es war für mich Befreiungsschlag. Natürlich ein wahnsinniges Rennen gehabt und muss mich da einfach beim ganzen Team bedanken. Und ja, es ist einfach eine traumhafte Sache. Mit der Stippvisite Putins, den Erfolgen zum Auftakt und einer großen Portion Tiroler Gastfreundschaft hat sich das Austria-Tirolhaus gleich vom Start weg als vielgefragte internationale Netzwerkplattform für Sport, Medien und Wirtschaft etabliert.